Willkommen zu Off Hoch 2. Perlen und heute im Programm Faust, eine deutsche Volkssage. Das ist ein deutscher Stummfilm von 1925-26 mit einer Lauflänge von 106 Minuten auf Super 8 in 17 Minuten. Es handelt sich hier tatsächlich um echte Filmkunst. Inszeniert wurde Faust von Friedrich Wilhelm Murnau, der 5 Jahre zuvor mit Nosferatu, einer Symphonie des Grauens, bereits einen internationalen Erfolg und zeitloses Filmkunstwerk geschaffen hatte. Und genau deshalb war Faust auch der letzte Film, den Murnau für die UFA inszenierte, da er bereits entschieden hatte, seine Arbeit in den USA fortzusetzen. Umgekehrt sollte diese erste Verfilmung von Faust bereits 1923 in den USA produziert werden, unter der Regie von Ernst Lubitsch, ja, die sind ja alle ausgewandert damals, und in der weiblichen Hauptrolle Mary Pickford als Gretchen. Das war damals ja ein echter Hollywoodstar der Stummfilmära. Nachdem das Projekt dann aber nicht fruchtete, übernahm Murnau die Umsetzung. Zum Inhalt. Mephisto, also der Teufel, strebt die Herrschaft über die Welt an. Und dafür wettet er gegen den Erzengel Gabriel, dass es ihm gelingt, den betagten Gutmenschen Dr. Faust vom rechten Weg abzubringen. Was auch gelingt, denn es wütet die Pest und in der Not, seinen Mitmenschen helfen zu wollen, lässt sich Dr. Faust auf den Pakt ein. Zusätzlich dazu schenkt ihm Mephisto die Jugend und verführt Faust wiederum die junge Gretchen zu verführen, wobei sich beide eigentlich tatsächlich lieben, also jetzt nicht nur körperlich. Aber damals war das ja ein absolutes No-Go, Sex vor der Ehe, und entsprechend sorgt Mephisto dafür, dass dies herbe Konsequenzen hat. Zuerst bringt er Gretchens Mutter dazu, die beiden in Flagranti zu erwischen, worauf sie vor Entsetzen tot umfällt. Der Bruder von Gretchen will die Ehre seiner Schwester verteidigen, wird im Zweikampf mit Faust aber hinterrücks von Mephisto erstochen, der dann aber daraufhin die Stadtbewohner gegen Faust, den Mörder, aufhetzt. Der kriegt es allerdings nicht mit, muss flüchten. Gretchen, alleine gelassen, geschwängert und geächtet, verliert nach der Geburt als Obdachlose ihr Neugeborenes in einem strengen Winter, worauf sie als Kindsmörderin verurteilt und auf einem Scheiterhaufen hingerichtet wird. Faust erfährt davon, eilt zu ihr, verflucht seine Jugend, die Mephisto ihm gerne sofort wieder abnimmt, und steigt als Greis zu ihr ins Feuer. Gretchen erkennt ihn wieder und sie fahren gemeinsam in den Himmel. Zwar sind beide gestorben, aber im Tod vereint. Mephisto hat damit seine Wette verloren, wegen der Liebe. Und diese ganzen Wendungen, bis auf den Abschluss der Wette zu Beginn und das Gehen, die Szene, wo sie gen Himmel fliegen, am Ende, diese ganze Geschichte ist jetzt eine Zusammenfassung des Inhalts dieser Super-8-Fassung. Also das sieht man da alles, das findet da alles statt. Wer sich jetzt fragt, wieso der Film eine etwas andere Geschichte erzählt als Goethes Klassiker Faust, Murnau hat als Quelle neben Goethes Faust von 1808 auch das 1587 erschienene Volksbuch Historia von Dr. Johann Fausten von Johannes Spies sowie die tragische Historie von Dr. Faustus von Christopher Marlowe, erschienen 1589, genutzt. Damit erklärt sich auch das damals von Filmkritikern bemängelte Happy End von Murnaus Faust. Die Kritiker hatten eine Umsetzung von Goethes Version erwartet. So, die hier vorliegende Super 8-Fassung erschien 1974 bei Atlas Film und kostete 120 Meter, schwarz-weiß, stumm, so wie hier, 69 D-Mark.
mit Magnetum, also mit aufgespielter Musik, waren es dann 98 D-Mark. Und parallel dazu bot Atlas Film noch die vollständige Kinofassung an auf 620 Meter Rollen, stumm, für 398 D-Mark. Das Ganze erschien in der Reihe, das gab's nur einmal, die großen Klassiker des deutschen Films. Darunter erschienen auch Titel wie Nosferatu, Das Kabinett des Dr. Caligari, Die Nibelungen, Metropolis, M, eine Stadt sucht einen Mörder oder Der blaue Engel, um jetzt einfach mal einige zu nennen. Gab noch mehr. Auf dem Filmcover vermerkt ist, dass diese Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und dem Deutschen Institut für Filmkunde erschienen ist. Also alles sehr seriös und weit entfernt von den Karatefilmen und Spaghetti-Western, die Mitte der 1970er auf Super 8 boomten. Zu dieser Fassung, wie bereits erwähnt, handelt es sich um eine 120-Meter-Fassung in Schwarz-Weiß und Stumm und er kommt in einer äußerst gut erhaltenen Buchkassette, wie übrigens alle Titel dieser Reihe. Diese Buchkassette beinhaltet auch Begleittexte, die neben der Inhaltsangabe des Films weiterführende Aufsätze enthält und auch Bildmaterial. Also wirklich eine aufwendige Publikation mit hohem Anspruch. Einzig die Spule hier aus dieser Kunststoffhalterung rauszubekommen, das ist knifflig. Die Kopie selbst würde ich angesichts des Alters der Vorlage, das war ja noch weit vor der Zeit der digitalen Restauration von Klassikern, als gut bezeichnen. Der Kontrast ist wie meistens etwas hart, das heißt die Anzahl der Grautöne ist reduziert und das Ganze ist ein bisschen zu dunkel kopiert. Interessant finde ich, dass A, die Texttafeln, die gehören ja bei einem Stummfilm dazu, den deutschen und den englischen Text enthalten, also nebeneinander. Und B, diese Texttafeln schief kopiert sind. Das heißt, der deutsche Text auf der linken Seite wird vom linken Bildfenster abgeschnitten und ist daher kaum lesbar. Wer des Englischen mächtig ist, hat da natürlich keine Probleme mit. Im eigentlichen Filmbild ist dieser Versatz nicht erkennbar, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass er da auch vorhanden ist. Kurzum, eher schlecht kopiert. Auch mit dem heutigen Blick auf diesen Film überraschen die großartigen Spezialeffekte. Übrigens erschien Faust nur 3 Monate vor der Premiere von Metropolis. Spezialeffekte mit Doppelbelichtungen, Miniaturen und Lichteffekten. Das Spiel von Licht und Schatten ist absolut großartig. Und Bühnenarchitektur, Kameraführung und Einsatz von Licht sind Musterbeispiele des expressionistischen Films. So, das war jetzt sehr viel Text und letzten Endes gar nicht so viel, weil über den Film gibt es natürlich Bücher. Aber deswegen wird es jetzt auch allerhöchste Zeit, endlich mal einen Blick zu werfen in die 17 Minuten Super 8 Fassung von Faust, eine deutsche Volkssage. Film ab!
Musik.